Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero? Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja, ihr wisst davon? Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfoy, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Schwer zu erklären. Komm, da setzen wir uns. Und so redet es sich besser. Na dann, alter Mann. So. Erzähl mal. Ach, Jero. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein. Banditen. Hm. Mitten auf der Groschenstraße. Kenne ich. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Hm. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Oh, 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 oh. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Hm. Klingt nach einem guten Mann, würde ich mal sagen. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit, und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen. Weil er nur noch sehr selten auf Lussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Hm. Tja. Tja. So, was haben wir denn hier? Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat kommen sie? Ist es so... Oh, was? Ist es so ungewöhnlich, dass einer Schaffenden Hüter zu werden? Nimm erstmal das Untere. Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Hm, und was meintet ihr nun damit, dass Jeros Tat habt ihr kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich. Wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier. Er glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann,
Eines Tages bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lass mich nur etwas schlafen gehen, Basir. All die Erinnerungen machen mich müde. Die dunkle Seite. Okay, in Ordnung. Danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Dann schlaft gut, alter Mann. Jesper, jetzt renne ich bestimmt nicht ganz zurück. Kann man hier eigentlich Schnellreise machen? Das würde mich mal interessieren. Leider nicht. Okay, müssen wir uns vielleicht eine Kutsche suchen oder so. Elfried klauen wir nicht. Wir klauen kleine alten Männer. Nur unfreundliche Bäuerin. Ein Marktplatz. Ach, wie schick. Die haben ja alle so komische Namen. Gazi Matalata. Ach, das ist... Ihr seid verwandt? Ach, du bist ja auch ein Dunkelelf, beziehungsweise... Ah, hab ich vorhin gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier so? Ja? Anschlagsbrett, cool. Was haben wir sonst? Alchemie. Schreitet wohl. Und Lebensmittel. Wir fragen uns einfach mal durch. Hm? Boah, denn nicht? Du scheinst nicht so redselig zu sein. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ist ja ein ganz netter Händler. Langbogen. Die Vagabundenkluft der Lebenskraft. Das Ding hätte ich echt gerne, aber ich weiß nicht. 300? Da haben wir gar nicht so viel Geld. Aber können wir hier was anderes verkaufen von dem Kram? Ach ne, das sind unsere Sachen. Nicht so wirklich. Den können wir verkaufen, die können wir verkaufen. Den Fuchspelz, den können wir noch verkaufen. Den Wolfspelzfell hier auch noch mal. Aber wir haben noch nicht so viel Diamanten und so gefunden. Wir müssen echt mal in eine Höhle oder so. Haus des Gerbermanns. Anschlagbrett, was haben wir denn hier? Kopfgeld und Gesuch angeschrieben. Der Weglohn-Bohrenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen, einen blonden Bart. Er gilt als höchstgefährlich mit großer Vorsicht. Für seinen Ender... Oh, natürlich nehmen wir den Auftrag an. Haben wir noch mehr? Okay. Können wir fragen, wo das sich der aufhält? Arbeit. Nee. Wenn ihr euch mit Kräutern oder Heilkunde auskennt, auf Kyra, solltet ihr mal den Major Krieg ansprechen. Krieg auf Asial, Krieg auf Kile. Oh weh! Malphas hält wahrlich seine schützende Hand über uns. Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Und dich nicht, oder was? Meine Aura. Oh, oh nein! Meine Aura, was ist damit? Sie ist Indigo-Blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Ganz bestimmt. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Naja. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Okay. Und wie genau gedenkt ihr mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Aha. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment.
Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Sag mal, bin ich nur von Idioten umgeben? Wenn ihr wollt, dass ihr will, ich dafür eine anständige Belohnung, keinen Haufen alter Knochen. Jetzt ist natürlich die Frage, das hört sich so an, als würde sie uns direkt über den Tisch ziehen. Aber das könnte natürlich auch sein, dass dieser Schädel wirklich irgendeine Kraft inne hat. Oder eine anständige Belohnung, wahrscheinlich nur Münzen. Aber Münzen kriegen wir immer wieder, den Schädel nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Schädel. Wer weiß, umnieten können wir die danach immer noch. Ich nehme mal den Schädel. So, egal. Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Ah, ja. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Aura-Dieb hat ihn mir gestohlen. So, ganz ehrlich. Erstmal, Schönheitstrank, kann ich nachvollziehen. Aura-Dieb. Ja. Schönheitstrank? Ja. Seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Naja, das ist Blasphemie, die Lebenszeit zu verlängern. Bist du fast einer der Verlorenen, so sehe ich das jedenfalls. Du bist ja quasi, weiß ich nicht, ist man dann schon untot, wenn man sein Leben verändert, obwohl seine Zeit schon längst abgelaufen ist? Schwierig zu sagen. Naja, ein Aura-Dieb? Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar, doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Aura-Diebe haben nur einen Existenzgrund, und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Mhm. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Als wenn. Wie könnt ihr euch sehen, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Oh, das verhaue ich mir sonst. Aber ich nehme das Einhorn. Einhörner sind Kindermärchen. Oh. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es war ein Aura-Dieb. Das spüre ich. Ah ja. Gut, na schön. Ich würde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Na, das hoffe ich. Na, die war oder ist schon, da ist doch der Meisterschädel, schon ein bisschen speziell sichere Truhe? Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet die in jeder Siedlung. Ja, geil! Cool. Da können wir unseren ganzen Kram reinschmeißen. Das ist mega praktisch. Da können wir unsere ganzen Eisenbarren erstmal reintun. Huch, und die Einzelteile. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Den auch nicht. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Den können wir da auch reintun. Das nehme ich alles mal mit. Das können wir noch irgendwann verkaufen. Wieso habe ich die Eisenschuhe nicht an? Ach, wegen dem Ding. Langbogen haben wir auch ein zu viel. Den können wir auch noch mal verkaufen. Und
Die Zutaten lasse ich. Aber wie viel Platz haben wir denn noch? 208 ist belegt. Die Zauberbücher, die packen wir erstmal rein, solange wir jetzt hier noch nicht großartig Zauberei gelernt haben. Den können wir da auch reintun. Den auch, würde ich sagen. Die auch. Sollte erstmal genügen. Können wir uns ja immer noch wiederholen. Ich speichere nochmal. Sind die denn da jetzt auch drinne? Ja. Was für ein Mistwetter. Ja. Wer bist du? Hey, ihr da. Wollt ihr was wirklich Tolles wissen? Ja, dann hau mal raus. Na, etwas Tolles halt. Ein Geheimnis. Ich kenne eins. Und wenn ihr mir 30 Groschen gebt, dann sag ich's euch. Ah, jeder will mich über den Tisch ziehen. Was ist denn das hier? Und warum sollte ich glauben, dass ein Kind mir irgendwas Interessantes zu erzählen hat? Na schön, hier sind 30 Groschen. Jetzt erzähl. Ah, erstmal das Obere. Na, weil ich es euch verspreche? Bitte. Von den Groschen kann mir Monsieur Gazidoma endlich so ein tolles Holzpferd schnitzen, wie das von Zen. Dein Holzpferd interessiert mich nicht, die Bohne, zieh Leine. Nein. Na schön, hier sind 30 Groschen, jetzt erzähl. Erst das Geld. Oh, Wahnsinn, es sind wirklich 30. Ihr seid großartig, danke. Also, kennt ihr Monsieur Mitunial, den, Gerber? Was willst du? Der Marktplatz, meint ihr? Was ist mit ihm? Ich hab ihn vor ein paar Tagen mal in der Früh in seiner Wohnung hämmern hören. Und hab mich ans Fenster geschlichen, um zu sehen, was er da macht. Er hat ein Geheimversteck in seinem Haus. Und da drin war etwas, das richtig geglitzert hat. Ich glaube, man muss irgendwelche Hebel in seinem Haus richtig drehen. Dann geht das Versteck auf. Wenn er nicht da ist, natürlich. So, ich muss dann mal weiter. Danke nochmal und schreitet wohl. Wehe, das stimmt nicht. Wehe. Wehe. Renn doch, renn doch, renn doch. In der Hütte hier. Okay. Ich glaube, wir müssen uns mal einen Schlafplatz suchen. Krämerladen. Wir gehen mal in die Schenke und schlafen eine Runde. Zack. Ich will jetzt auch nicht in irgendeiner wildfremden Wohnung pennen, weil... Naja, wenn, dann wollen wir auch richtig spielen und nicht irgend so ein Klumperadatsch hier veranstalten. Da müssen wir uns schon hier ein Zimmer mieten. Außer der Piss ist gerade hier aus dem Himmel. Boah, scheiß Wetter. Wir mieten uns mal ein Zimmer. Hier ist es schön kuschelig. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Ein Zimmer, bitte. Was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Danke. Auf bald. Auf bald. Wo kann ich jetzt schlafen? Hier? Nee, was wollt ihr? Hier ist Wosch. Das ist bestimmt mal... Okay, hier schläft noch jemand anderes. Wo kann ich denn jetzt hier schlafen? Das ist mein Zimmer? Ja. Wir schlafen mal 12 Stunden. Gönnen wir uns. So, Tier das. Passt doch. 7 Uhr morgens, 7:30. Und sie singt einfach durch. So ist das eben. Hier ist ja richtig viel los morgens. Lass mich durch. So, Sonnenküste. Hoffentlich ist es auch sonnig, wenn sie Sonnenküste... Wow! Bestes Wetter. Geil. Ist doch viel schöner gleich. Alle gut drauf, finde ich gut. Die Sonne scheint. Nebelschwaden ziehen in den Bergen umher. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Cool. So. Monsieur? Was haben wir hier? Ach, ist noch abgeschlossen. Naja. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden.
So, alles abgeschlossen. Ist der Ort doch noch nicht wach? Was ist das für eine Hütte? Sieht aus wie eine Gildenhalle oder sowas. Schreitet wohl. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Okay. Und wie ist die Lage in der Wildnis? Fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Okay. Lebt wohl. Das haben wir schon erlebt. Was ist das jetzt hier für ein Riesenhaus? Des Majors. Hallo? Ist hier jemand? Verstörendes Bild. Ein Silberkelch. Was haben wir hier oben? Aha. Da kommen wir nicht rein. Ja, uninteressant. So. Wollen wir mal hier hoch? So viel zu tun. Ist das das Bürgermeisterhaus? Oder wie man das nennen kann? Nee, das ist der Tempel. Ja, ja. Gehen wir mal rein.